Vielen Dank, vielen herzlichen Dank. Ja, ich bin der Erste heute Abend, quasi der Anheizer. Super Idee. Ja, es ist so, ich werde oft gefragt, wo ich meine Ideen herbekomme und meine Inspiration, wie der Franzose sagt. Und ja, mir geht es da wie Cindy. Ich gucke sehr viel Fernsehen. Ich gucke wirklich sehr viel Fernsehen. Fernsehen ist eine schöne Sache. Ich habe mal was gesehen im Fernsehen, das mich wirklich sehr beeindruckt und auch inspiriert hat. Es war eine Familie, die wurde gefilmt bei ihrem Leben, nenne ich es mal. Und ja, es ging hoch her. Der Sohn hieß Sören, war hyperaktiv. Was Sören am liebsten macht, der haut am liebsten seiner Schwester Chantal mit dem Holzklotz auf den Kopf rum. Ihn beruhigt einfach das Geräusch, das sie dann macht. Ja, und das war so die Szene, die bei mir hängen blieb. Ich habe dann den Fernseher ausgemacht und habe mich hingesetzt und einen kleinen Dialog geschrieben, der an diese Szene anknüpft. Und zwar folgende Szene: Sören haut seiner Schwester Chantal mit dem Holzklotz auf den Kopf rum. Der Vater sieht das Ganze, greift ein, spricht also den Sören an. Es entsteht ein Dialog zwischen Vater und Sören und und ich spreche beide Rollen. Es beginnt der Vater. Sören. Hör sofort auf, dann Chantal mit Holz zur Akkadkutsche holen. Darauf sagt Sören: Kennst mich mal! Es erwidert der Vater: Sören, wenn du jetzt nicht sofort aufhörst, dann Chantal mit Holz zur Akkadkutsche holen, dann gibt's eine Woche keine Alkopops. Da sagt Sören: Boah, das ist fies, ey. Boah, das ist voll fies, ey. Ey, wenn du... Ey, wenn du das machst, ne? Ey, wenn du das machst! Dann sag ich der Mama, dass du dir am PC einen runterholst.